Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alan Wake 2. Freunde, unsere Reise geht weiter. Wir sind hier immer noch im Traum gefangen und müssen jetzt einen Ausweg finden. Der Weg ist nicht mehr weit. Aber wo lang? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Die letzte Folge, Disco hier, Disco da und so weiter. Und dann haben wir diesen Typen hier gesehen. Ihr erinnert euch vielleicht dran. Den hier, den Horrortypen. Hi. Diese Leute sind wirklich verrückt. Die machen mir so Angst und ich kann mir sogar vorstellen, dass der Typ da drüben ein Gegner sein könnte. Irgendwann wird sich das vielleicht entwickeln, ich weiß nicht. Das sieht hier auch übrigens aus wie so ein Kino oder so. Aber es ist eigentlich nichts anderes außer so eine Fernsehshow, wo wir auch eingeladen worden sind bereits. Nichts weiter. Da wollen wir mal sehen. Gehen wir mal durch. Nein! Sind wir wieder in der Stadt? Es drehte sich alles um mich. Die Darbietung des dunklen Ortes. Doch ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wusste, wie verloren ich war. Das Telefon läutete wieder. Der mysteriöse Anrufer war wieder dran. Ich musste mehr herausfinden. Oh mein Gott, wir sind wieder hier. Hier waren wir noch gar nicht. Zumindest in den letzten Episoden. Wir gehen direkt ran, Matrix-Style und so. Alan Wake? Wissen Sie, wer ich bin? Woher sollte ich das? Oh, da kommt Ihr Temperament durch. Ein Glück, dass ich kein Paparazzi bin. Sie verarschen mich und weigern sich, mir zu sagen, wer Sie sind. Erinnern Sie sich? Sie... Verdammt. Alan, hören Sie zu. Sagen Sie mir, woran erinnern Sie sich noch? Waren Sie beim Parliament Tower? Haben Sie dort etwas gefunden? Ja, Alice ist in Gefahr. Scratch ist hinter ihr her. Und es gibt noch ein Manuskript. Nicht Initiation. Return. Ich sah das Titelblatt. Ich kann mich nicht erinnern, es geschrieben zu haben. Return? Oh, genau danach suchen wir. Scratch, das ist nicht bekommen. Unser Überleben, das Überleben des kosmischen Ganzen hängt davon ab. Kommen Sie. Ocean View Hotel. Ich habe meinen Zimmerschlüssel beim Münztelefon zurückgelassen. Denken Sie daran. Der dunkle Ort besteht aus Schleifen und Ritualen. Wenn der Wellengang zu stark ist, suchen Sie nach einem anderen Weg. Wir folgen der Strömung des Ozeans. Bis dann, Bruder. Was zur Hölle? Das Ocean View Hotel. Eine zwielichtige Einladung zu einem dubiosen Treffen. Punkt genau das, was zum hartgesottenen Stil dieser ganzen Stadt passte. Das Ocean View Hotel, Freunde. Das muss doch hier drüben sein. Moment mal, wo ist das überhaupt? Das Hotel kennen wir ja irgendwo. Da. Da ist es. Da müssen wir hin. Das Ocean View Hotel. Mein Ziel. Oh ja. Da sind wieder diese Kultisten. Satans Diener. Satans Kreaturen des Schattens. Menschen, die uns nichts Gutes wollen. Wobei, sind das überhaupt Menschen? Das sind irgendwelche boshaftigen Kreaturen. Dann wollen wir mal sehen, ob wir hier reinkommen. Oha, wieder alles leer. 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 Und düster. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Was? Finde einen Weg in das Hotel. Eine Schleife, die mich wieder zur Straße beförderte. Wie hatte der mysteriöse Anrufer gesagt? Wenn der Wellengang zu stark ist, suchen Sie nach einem anderen Weg. Da ich mich von Traumlogik zum Hotel führen ließ, suchte ich nach hilfreichen Neonschildern. Folge der Mirror Peak Leuchtreklame. Mirror Peak Leuchtreklame. Aber wo? Das ist jetzt die Frage, die sich hier stellt. Heiliger Bimbam. Was muss ich machen? Folge der Mirror Peak Leuchtreklame.
Mirror Peak? Leuchtreklame. Wartet mal, Freunde, ich gehe mal kurz auf die Map. Mirror Peak Leuchtreklame. Hier ist das Plaza. Digga. Das wird jetzt wieder. Ach, ey. Wieder eine Suche, ne? Ich habe keine Ahnung, wo lang ich gehen muss. Wo sind denn die Mirror Peak Leuchtreklame? Hier sind wir zuletzt lang gegangen. Wir erinnern uns vielleicht noch dran. Yes, wake. 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 Wow. LOL. Ein Gegner oder was? Digga, das sind Gegner. Wake, 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 wake. Ich habe schon verstanden, dass ihr mir nichts Gutes wollt, ihr Ekligen. Ich frag mich ja trotzdem. Hier sind wir lang gegangen, ne? Zum Schluss. Oh, krass. Jetzt weiß ich gar nicht, wo lang ich gehen muss. Leuchtreklame. Was meinen die? Was ist hier? Ich kann das. Folge der Mirror Peak Leuchtreklame. Digga, das ist. Das ist wieder so. Ja. Schwierig. Ehrlich gesagt. Wisst ihr, was wir machen könnten? Wir können hier mal auch so einen heilen. Das wäre gut, wenn wir uns einfach heilen. Ich glaube, ich nehme noch eins. Schon lange nicht mehr geheilt hier. Folge der Mirror Peak Leuchtreklame. Also, Freunde, ich bin ja hier hinten jetzt rausgekommen, ne? Ich bin ja hier rausgekommen, ne? Und dann wurde mir gesagt, Mirror Peak Leuchtreklame. Ich glaube ja wirklich, ich glaube, da! Mirror Peak Bar, da muss ich bestimmt lang. Brauche ich das Licht da drüben? Soll ich mir das Licht noch mitnehmen oder so? Ich glaube, das wäre echt gut, wenn ich das nehme. Ich nehme mal das Licht da hinten mit. Man weiß ja nie. Und sicher ist sicher. Oh, ich kann das gar nicht switchen dann. Dann lasse ich es doch lieber hier. Ich dachte, ich muss das Licht irgendwie nehmen, aber gut. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Oh oh. Was zum Teufel? Die Geschichte war fragil und ständig in Gefahr. Ich durfte keine Zeit vergeuden. Das Dunkel war nur einen Schritt hinter mir. Tja, gefährlich ist es allemal. Und jetzt kriegen wir bestimmt irgendeine super Sequenz hier zu sehen. Wir kennen dieses Unterfangen.
Was zum Teufel? Okay, hier lang muss ich auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, wir müssen rechts entlang. Boah, die Orte hier sehen wirklich düster und drunter und drüber aus. Sehr, sehr heftig. Oh mein Gott. Jetzt passiert was. Casey! Sie sind der Killer, der Kultanführer. Ich sehe es in Ihren Augen. Nein! Sie sehen das ganz falsch! Es ist Scratch! Wir haben keine Zeit! Sie gehen nirgendwo hin. Wer hat mich abgeschossen? Nee. Ich bin müde. Ich will nur, dass es vorbei ist. Es ist meine Schuld. Ich hatte diesen dunklen Ort so lange in meinem Kopf. All dieser furchtbare Mist. Manchmal vergesse ich sogar den Schmerz, als wär's okay. Das ist doch krank. Ich war nicht an einem dunklen Ort. Ich bin der dunkle Ort. Der Ursprung, das Gefäß. Wir sind eins. Dieser Ort zog mich konstant nach unten, sickerte in meinen Kopf, infizierte mich mit Dunkelheit. Ich musste entkommen, bevor es zu spät war. Wieder zu spät. Raum 665, Initiation 5, Mirror Peak. Let's go, Freunde. Das ist der Weg, den wir, glaube ich, reingehen müssen. Oder? Ja, ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist. Bro, kann ich eigentlich das Licht hier nehmen? Jo, kann ich. Aber wohin führt das hier? Lol. Das ist ein... Hä? Das ist voll unlogisch, dass ich da wieder rauskomme. Egal, ich gehe mal hier lang rein. Ah, was zur Hölle? Junge, jetzt sind wir auf den Dächern, oder was? Unlogisch. Vor allen Dingen waren wir hier schon mal, meine ich. Nee, Freunde, ich weiß genau, was wir machen müssen. Wir müssen einmal hochgehen. Und dann müssen wir das Licht da nehmen, abknipsen. 100%, das steht fest. Hier, komm. Guck mal, seht ihr? Da hat sich einiges jetzt geändert. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Das steht fest. Vielleicht müssen wir durch die Tür. Oder? Was zum Teufel? Ich hab jetzt das Licht, aber... Aber hier kann ich... Muss ich jetzt hier runter? Triff dich mit dem Anrufer im Ocean View Hotel. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass es richtig ist, Freunde. Wir mussten da das Licht nehmen. Und jetzt müssen wir durch die dunklen Gassen. Es kann nichts anderes sein. Es muss so sein. Wir müssen ja ins Ocean View Hotel. Hier ist weit und breit natürlich niemand. So, das Licht kann ich hier möglicherweise auch nehmen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir es nehmen müssen. Hier ist einfach so ein Zelt. Hier kann man wohl gar nichts machen. Und das Licht nehme ich hier natürlich gerne.
Dankeschön. Der Ort sieht wieder anders aus, logisch. So, runter würde ich jetzt erstmal nicht gehen. Ich schaue mal hier, ob wir hier irgendwas machen können. Hier vielleicht runter. Was zum Teufel? Yes, wake. Wake, ja, ich bin's, wake. Lass mich in Ruhe. Eselköpfe. Was ist das denn? Oh. Oh oh. Und Nummer zwei. Digga. Greif mich. Was muss ich machen? Ich glaube, ich muss hier rüber. Oh, sind die nervig, ey. Ja, ich muss hier runter. Ganz klare Sache. Nee, ganz gar nicht. Gar nicht. Gar keine klare Sache. Ich muss hier auf jeden Fall irgendwas machen. Ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, ich muss da durch diese Tür oder so. Bestimmt. Wow. Alter. Okay. Jetzt müsste ich mal, einfach mal hier runterlaufen. Scheiß auf die. Puh. Das wird hier gefährlich. Ich habe noch 8 Munition. Ich sollte diese Idioten mal wirklich komplett vermeiden. Nein, 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 Freunde. Wir werden uns nicht verstehen. Ich werde auch nicht mit euch reden und ich habe auch keine Lust auf euch. Dann gehe ich mal hier lang. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Schnell speichern. Und es wäre ja natürlich gut, wenn wir hier ein bisschen ansatzweise etwas hätten. Was haben wir denn hier im Schuhkarton? Nichts. Also ich muss echt sagen, bei Alan habe ich das Gefühl, haben wir viel zu wenig, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwelche Items oder so, oder es kommt mir vielleicht nur so vor, mit denen wir spielen können. Das ist mir herzlich zu wenig hier an der Stelle. Zu wenig. Was ist denn hier drin? Ach, guck mal hier. Bisschen Munition und so. Fällt euch aber früh ein. Fällt euch aber früh ein. So, dann gehen wir mal hoch. Digga, es nervt. Ich schwöre sogar, es nervt. Es nervt, allen Ernst. Es nervt, wirklich. Was ist denn mit diesem Weg hier? Oh ja, ich glaube, ich gehe muss hier lang. Einfach wieder unten lang. Ein Weg ins... Ich konnte das Ocean View Hotel sehen. Ich kam näher. Aber wo? Wo ist denn das Ocean View Hotel? Ich sehe nichts, Kollege. Aha, das Licht nehmen wir natürlich mit. Badum. Ich will hier runter. Geht nicht, ne? Vielleicht gibt's jetzt hier auf dem Rückweg was. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass wir dann hier runtergehen müssen, dann irgendwie rechts oder so. Oh mein Gott, was sind das für Wege? Ohne Scheiße jetzt mal. Das ist so crazy. Wirklich. Ja, jetzt stehe ich hier. Herzlichen Glückwunsch. Eine Sackgasse? Ah, ne. Ich kann das doch irgendwie... Wort der Pistole gefunden, Worte der Macht. Ja, mache ich jetzt aber noch nicht. Das ist auf jeden Fall überhaupt nicht safe hier. Das ist einfach so ein Easter Egg gewesen oder so. Was soll ich machen? Runter oder was?
Wow, Junge! Was war denn das? LOL! Wer macht das? Irgendeiner greift mich an. Junge, was ist mit dir? Alter Schwede. Wartet mal, Freunde. Hier habe ich ja das Licht genommen. Was ist, wenn ich hier nochmal drauf drücke? Na gut. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, hier müssen wir das Licht nehmen. Geht gar nicht anders. Ja, ich muss das Licht nehmen. Es geht gar nicht anders. Ich muss den ganzen Weg wahrscheinlich wieder zurück. Möglicherweise. Meine Theorie hier gerade. Dann gehen wir mal runter. Egal, was die sagen. Egal, was die sagen und was die machen. Es gibt nämlich, um ehrlich zu sein, jetzt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen Weg. Es gibt wirklich nur diesen Weg. So. Wake, bla bla bla. Lass mich einfach alle in Ruhe. Wirklich. Kann ich hier runter? Nein. Komm schon. Ihr regt mich alle so unnormal auf. So, hier kurz rein. Schnell speichern. Und dann wieder raus. Dann gehen wir wieder hoch. Es muss der Weg sein. Es geht gar nicht anders. Ich sag euch auch warum. Weil wenn wir jetzt gleich da sind, dann würden wir das vielleicht möglicherweise auch sehen, dass wir da auf dem richtigen... Oha. Final Casey Show. Final Case Show. Krass. So. Jetzt kommen wir hier rein, ne? Wartet mal, hier können wir doch eigentlich das Licht benutzen auch. Warte mal, ich überprüfe das jetzt noch. So. Ich habe mal eine Überlegung gerade. Wenn wir jetzt hier einmal... Also... Wartet. Wenn wir jetzt so runtergehen... Lichter beeinflussten, wohin die Tür führte. Ich habe mir schon gedacht, dass wir hier was machen müssen. Digga, ihr regt mich unnormal auf. Ich habe da keinen Bock auf euch. Lasst mich einfach in Ruhe. Da, Ocean View Hotel. Da müssen wir rein, Freunde. Das ist der Weg. Es ist kein Fake oder so. Da müssen wir rein. Let's go. Oh, nee. Oh, nee. Wartet. Das werde ich googeln. Da werde ich jetzt nicht... 100 Millionen Mal irgendwie sowas suchen müssen. Ah, ey, wartet mal. Jetzt nerv ich euch, ich weiß, Freunde, verzeiht mir. Ocean View Hotel 2, bla bla bla. Code. 2550 ist Code. Alles klar. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, 2550. 1, 2, 3, zack. Die Tür ist auf. Ahaha. Aber warte mal, Freunde, bevor ich da reingehe, will ich hier mal kurz gucken, weil Munition und so kann wirklich lebensnotwendig hier sein. Ehrlich. Es kann unnormal wichtig sein, wenn wir hier irgendwo Munition finden würden oder so. Das wäre so gut. Was zur Hölle? Waffe wäre praktisch. Welche Waffe? Ja, eine Pumpe. Bis ich die finde, träum weiter. Bis ich die öffne, träum weiter. Wartet mal. Kann ich einfach rein? Lol. Geil. Und jetzt? Ocean View Cocktail. Krass. Genau, das war wahrscheinlich das Passwort, was wir hier gerade sehen. Möglicherweise. Dann machen wir hier einmal das Licht hier weg und dann können wir die Waffe holen, oder? Ja. Oha. Richtig fett. Geil, Alter. Wir haben eine neue Waffe. Sehr, sehr spät in diesem Spiel. Muss man einfach sagen. Jetzt noch Munition. Komm, nimm alle Munition raus, Digga. Ich wusste es doch, dass wir hier irgendwas haben würden vielleicht, was uns sehr entgegenkommen würde. Oh mein Gott. Wartet mal.
Okay, ich habe hier zu viel Erste-Hilfe-Sets. Ich werde die Leuchtfackel... Was ist das denn hier? Ist das ein Erste-Hilfe-Set? Ne, sieht aus wie Munition. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen drin. Oh, Inventar ist voll. Shit. Das Inventar ist voll. Wartet mal. Ich werde hier nochmal kurz das Licht hier vollfüllen und dann... Kann man hier nicht speichern? Nee, kann man nicht. Gut, dann muss ich hier... Traumakissen. Nee, also das Erste-Hilfe-Set sollte ich mal nutzen, hier ausrüsten. Heil, zack. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ich hab kaum Platz hier in meinem Inventar. Und ganz ehrlich, die Leuchtfackel, die würde ich auch mal einfach hier ausnutzen und hier. Das sieht so krass aus, ehrlich gesagt, ne? Hier, schmeiß ich jetzt einfach auch mal weg. Kann ich die anderen Sachen aufnehmen. So, dann öffnen wir mal die anderen Sachen. Hä? Das war falsch. Jetzt kann ich es nehmen. Zack. Mehr Munition. Zack. Mehr Munition. So, jetzt machen wir auch hier das zu einer Schnellauswahl. Nämlich nehmen wir die zu 2. Jetzt sind wir relativ gut ausgerüstet, würde ich sagen. Ja, perfekt. So will ich es haben. Munition und so. Alles klar, let's go. Ich bin bereit. Jetzt könnt ihr mich alle kreuzweise. Kommt alle mal mir entgegen. Hi. Was kann man hier? Nein. Was bist du für ein Esel? Digga, der Typ will's wissen. Der ist ultra aggressiv. Wow, war der aggressiv. Schnell die Türen zu. Du kommst nicht rein. Hoffe ich zumindest. Komplett aggressiv, der Typ. Esel. Richtiger Esel. Was? Wow! Oh mein Gott, er verfolgt mich! Digga! Nein! 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 Lol, was ist das denn für ein kranker Typ? Der ist ja übelst geil auf mich gewesen. Der kam hier sogar durch die Tür, oder was? Wir sind Ocean View Hotel, ey. Es ist alles dunkel. Und war klar, dass wir... Wetten, hier läuft wieder Musik? Es wäre gut, wenn ich hier irgendwo einen Safe Point hätte oder so. Lol, ey. Boah, heftig. Ein Safe Point, bitte. Hier, Zimmer 665. Einmal öffnen. Zack, zack, zack. Im Raum befand sich nur der Projektor. Mehr Spiele. War der Film eine Botschaft, die abgespielt werden sollte? Möglicherweise. Wir spielen es ab. Komm. Diese Episode geht, glaube ich, länger als gedacht. Oha. Wir untersuchen das mal. Was passiert hier?
In diesem Tempel aus Schatten und Nebel befindet sich ein Fenster am Boden und eine Tür an der Decke. Man weiß nicht, ob man stillsteht oder läuft. Oder kniet. Sie haben mich angerufen, stimmt's? Ja, richtig. Ich bin Tom Zane. Willkommen im Hause Zane. Der Schriftsteller. Der Taucher. Sie sehen aus wie ich, was zum Teufel? Vielleicht sehen Sie aus wie ich, Sie hübsches Bürschchen. Der Taucher war eine beliebte Rolle aus einem meiner Filme. Ich bin Filmemacher. Ein gefeierter Autorenfilmer. Ich brauche Antworten. Warum ist Return so wichtig? Was? Alan, Sie ärgern sich immer so dermaßen. Kommen Sie, ich mache Ihnen einen Drink. Sie und ich, Alan, wir stecken da gemeinsam drin. Zwei Künstler mit demselben Ziel, wissen Sie noch? Wir schmieden den Schlüssel zur Flucht. Ihr Meisterwerk Return und sein unvermeidliches Pendant, mein Film. Wir teilen unsere lebensverändernden Visionen. Eine Verschmelzung der höheren Geister. Wir erträumen unser transzendentales Kunstwerk. Hier, in diesem Raum. Es heißt Return, weil wir zurückkehren. Und auf die Art entstand dann die Magie. Schluss mit diesem Schwachsinn. Alice ist in Gefahr. Ich brauche einen neuen Tatort, um weiterzukommen. Zurück zum Parliament Tower. Scratch ist... Ihre Frau ist in Sicherheit, und zwar im echten New York. Aber Scratch greift nach ihr aus dem Übergang. Return ist der einzige Ausweg aus dem dunklen Ort. Sie müssen ihn vor diesem Freak finden. Hier im Hotel gibt es einen Tatort. Lassen Sie sich von Ihren Texten dorthin führen. Hallo? Sie sind uns auf den Fersen. Falls jemand fragt, wir waren niemals hier. Was ist das für eine Story? Thomas hatte unser Gespräch auf paranoide Weise beendet. Ich hatte, was ich von ihm brauchte. Im Hotel gab es einen weiteren Tatort, der mich meiner Flucht näher brachte. Ich musste den Weg dorthin schreiben. Und das machen wir auch. Hier ist, glaube ich, noch eine neue Story, oder? Was ist das? Digga, was ist das? Kann ich das... Mega komisch. Kann ich hier nicht irgendwas nutzen oder mich bewegen? Gibt's hier irgendwas noch? Wisst ihr, was ich eigentlich machen muss? Ich muss eigentlich auch an meine Pinnwand, ne? Habe ich auch nicht lange. Ich habe ich auch nicht mehr lange gemacht. Warte mal, Freund, ich mach das mal eben hier. Also wäre, glaube ich, ganz gut. Wir gehen mal kurz auf unsere Pinnwand, Freunde. Haben wir so lange nicht gemacht. Auf eine Handlungstafel hier. Die Handlungstafel war wieder leer. Ich brauchte ein neues Konzept. Wieder am Anfang. Aber meinem Ziel näher. Ach so, das ist hier nochmal anders, okay. Fernsehen, Radio, okay, haben wir jetzt auch nicht so viel. Oder ich habe zumindest vieles halt auch nicht mir angeguckt, um ehrlich zu sein. Fernsehen haben wir auch ein paar Sachen. Worte der Macht, genau, das könnten wir machen hier. Worte der Hilfe, Worte der Lampe, Worte der Dinge, Worte der Verbesserung, Worte des Krieges, Worte der Pistole, ja. Erhöht die Kraft des Zurückstoßes von Alan Schrotflinte. Ey, gewährt eine Chance von 5% keine Munition zu verbrauchen, wenn du einen Revolver abfeuerst. Ja, brauche ich jetzt nicht. Worte des Kriegers.
Erhöhte den Schaden der letzten Kugel in der Trommel des Revolvers um 50%. Oha, das machen wir. Wenn das was bringt. Stelle 15% der maximalen Gesundheit wieder her, wenn du einen direkten Treffer mit der Leuchtpistole landest. Leuchtpistole? Ja, egal. Kugel in der Trommel des Revolvers. Will ich skillen. Ach, geht gar nicht. Toll. Wir haben dann hier, ja gut. Erhöht die Kraft des Zurückschusses von Ellen Schrotfer, erhöht den Wirkungsbereich der Leuchtpistolenprojektile. Na komm, machen wir einfach das. Zack. Ach, wartet mal, wir können noch eins skillen. Ja, habe ich jetzt 10% hier. Ja, komm. Gut ist. Einmal raus schnell. Und jetzt mal gucken, wo lang wir gehen müssen, Freunde. Weil das ist jetzt wirklich weird hier. Normalerweise muss das sich hier bewegen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich zurückgehen soll jetzt gerade. Aber Bro, das muss ich doch bewegen. Okay, das ist komisch. Was ist, wenn ich... Okay, das bringt nichts. Ich kann das nicht, ich kann nicht interagieren. Ja, gut. Wir müssen mal gucken, wie ich interagiere hier. Digga, das kann doch nicht so schwer sein. Muss ich hier rüber gucken? Nein, okay, ich hab's. Ich muss safe hier rein. Und da muss ich von hinten, von hier schauen. Das Geflüster des Polizeifunks hielt mich nachts wach. Das Wort im Äther. Ein Mord vor der Kulisse eines Theaterstücks über einen mörderischen Kult. Sowas von Meta, sagte er und blickte wissend auf die Kamera. Ich konnte den Kult des Wortes und ihren Anführer, Mr. Scratch, darin spüren. Gerüchten zufolge Alan Wake, der vor Jahren verschollene Schriftsteller. Das Hotel war der perfekte Ort für eine Casey-Episode. Ich war auf dem richtigen Weg. Heftig. Endlich ist das hier auf. So, jetzt aber. Ich würde in der Lobby beginnen. Wir sind schon so, ja, ich weiß gar nicht, das ist glaube eine der längsten Episoden, die ich hier gerade aufnehme. Bewegt sich hier überhaupt unser Fahrstuhl? Jo. Eingangshalle, neue Szene. Wo alles begann. Hier waren sie alle reingekommen. Das Opfer, der Mörder, der Detective. Eine Idee, klar wie eine Vision, erwartete mich hier. Ja, und dann gehen wir ganz schön in die Eingangshalle, schauen uns das kurz an, zack, zack, zack. Eingangshalle, alles klar. Schön, hat uns sehr, sehr viel gebracht. Dann gehen wir schnell wieder raus. Hier können wir wieder interagieren. Machen wir. Oha, hier, ehrlich, hier ist noch eine Map. Ocean View Hotel. Sie waren also der Regisseur dieses Stücks? Ja, das war ich. Unsere Aufführung von Der Kult war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der Kult ist eine immersive Theatererfahrung. Aha, das müssen Sie mir etwas näher erläutern. Wir gehen mal direkt hier raus. Vorabritual. Geil. Der Kult. Sie waren also der Regisseur dieses Stücks? Ja, das war ich. Unsere Aufführung von Der Kult war von... So krass, dieses Spiel, ohne Witz. Yes, Wake. Du Eselkopf. Fragt mich gar nicht, was los ist hier. Fragt mich gar nicht. Ich werde euch alle umbringen. Kann man Tür zu Tür rein? Digga, es ist einfach unfassbar, dass wir hier kein Savepoint haben. Neue Szene, letzte Szene. Das Korridor war abgeriegelt. Er fühlte sich bedeutsam an. Dort würde etwas Schreckliches passieren. Ja, das glaube ich auch. Aber wie wär's denn mal, wenn wir einfach hier Zimmer 665 öffnen? Geht nicht, alles klar. Und Zimmer 104. Digga, es reicht. Es reicht.
Es reicht, wirklich, es reicht. Lass mich in Ruhe. Hatte keinen Schlüssel. Digga, wer hat die Schlüssel? Kult, Kult, Kult. Alles klar. Können wir lange suchen hier. Ja, geht doch hier ins Speicherpunkt. So, Freunde. Hier speichere ich natürlich. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich habe ziemlich lange aufgenommen, spielt aber keine Rolle, war mit Absicht. Und jetzt sind wir nochmal in die tiefe Ocean Views Hotel reingekommen. Haut rein, ciao, ciao, ciao. Euer Melek.